Ja, Leute, wir sind in Vapydro City und sind gleich in die Vapydro-Werke gegangen, weil wir wollen noch ein bisschen trainieren. So, was gibt's denn hier alles außer der Industrie? So, sind wir im Hauptteil und es gibt wieder eine neue Musik. So, das haben wir noch nicht. Ja, gehen wir erstmal wieder nach oben. Hey, ich habe da eine Spitzenidee. Wollen wir nicht tauschen? Dein Pokéball gegen meinen Superball. Okay, wir verdienen gerade sehr viele Superbälle, aber gut. Ich habe das Item Pokéball hergegeben und dafür das Item Superball erhalten. Na, war doch eine Spitzenidee, oder? Wenn du magst, können wir das morgen gerne wiederholen. Ja, bei dem könnt ihr halt Sachen tauschen. Tauscht euch hoch, Leute. Es lohnt sich. Okay, warum hier schon die Vapydro-Werke beginnen, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Und ein neues Pokémon. Ein wildes Elekid. Ein weibliches Elekid. Sollen wir das fangen? Oder ja, als Teammitglied aufnehmen? Gute Frage. Ich würde sagen, wir lassen das mit Elektro-Pokémon. Und flüchten können wir komischerweise nicht. Och, das hat bestimmt wieder irgendwie so eine Art Fähigkeit, die das verhindert. Oder vielleicht will es ja gefangen werden, wer weiß. Also ne, ich finde, mit dem Pflanzen-Pokémon sind wir da schon gut bedient. Wir können ja im Notfall da damit Wasser-Pokémon ausschalten. Wäre aber gut gegen Flug-Pokémon. Aber ne, für die ganzen Vögel überlege ich mir was anderes. Erstmal gehe ich mich heilen und lege das Ohr doch ab. Ich hätte beinahe wieder Tabun gesagt, weil es der japanische Name ist und nicht die japanischen Namen. Sowieso manchmal ein bisschen mehr mag. Ablegen. Vielleicht gibt es ja schon den Arena-Kampf im nächsten Part. Und jetzt verwenden wir tatsächlich die Box. Ich würde aber relativ wenig Pokémon außerhalb der Teammitglieder fangen. Ja, das ist einfach so. Können wir uns eigentlich schon da registrieren, beziehungsweise haben wir uns da schon registriert? Ja. Ja, ich trage mich mal ein, auch wenn die Wi-Fi-Connection schon längst ausgeschaltet ist. Ich lebe in Deutschland und in Baden-Württemberg. Das ist nämlich ganz oben. Ja, das ist eingetragen. Seht allerdings nicht auf dem unteren Bildschirm, da ihr den unteren Bildschirm nicht seht. Wie logisch. Wie logisch. Ach nee, jetzt kommt ja noch diese Sache mit Pokewood. So unglaublich wichtig. Nee, da oben ist noch ein Item, das hätte ich gerne. Da kommt man wahrscheinlich nur hin, wenn man da unten. Ah, da muss man surfen. Da muss man surfen, genau. Können wir nicht. Denn wir haben die TM nicht. Oder ja, die VM. Menschenskinder. So, der will nichts von uns. Ja, natürlich, ich weck die Arbeiter gerne auf. Und besieg währenddessen ein paar Trainer. Jetzt wird wieder gekämpft. Gegen gleichberechtigte Pokémon-Gegner. Das könnte hart werden. Aber wir sind ja relativ gut. Denn wir haben eine oder eine gute Initiative.
weswegen das kein Problem ist. Mensch, da lohnt sich so richtig das neue EP-System. Endlich lohnt sich's mal, belogen zu werden um seine EP. So, und jetzt begeben wir uns schon auf etwas höhere Höhen und müssen balancieren. So, es war immer mein Traum, in den Werken zu arbeiten. Seit dieser Traum wahr geworden ist, habe ich alles, was ich will. Wie? Was will der Bauarbeiter? Der Bauaufseher? Also gut, dann tragen wir eben einen Kampf aus. Ja, ihr schwärmt denn nicht vom Meer. Auch wenn das hier eher keine so coole Kulisse ist. Ja, Magby, also ich würde beinahe sagen, ich würde ein Feuer-Pokémon ins Team nehmen, da das ja eines der... Dass das ja eigentlich mal ein Feuer-Pokémon wäre, welches nicht später zu einem... wie nennt sich's nochmal? Später zu einem Kampf-Pokémon wird. Andererseits kann man das leider nicht vollständig entwickeln und zu tauschen. Oh, los, weg damit. Das war knapp. What's up? Schaue ich mir später nach dem Part an. Ja, es war klar, dass wir besiegt werden. Also so stark kann der Arenaleiter doch nicht sein, wenn die jetzt auf unserer Ebene hier spielen. Das sind wohl die harten Fakten der Realität. Der Reality. Ich bin zu den Werken gekommen, damit meine Pokémon mal gefordert werden. Für mich als Trainer heißt das natürlich, dass ich ordentlich ranklotzen muss. So, da unten haben wir noch ein schönes Item, nämlich TM46 Raub. Sehr schön, dass es einfach hier so rumliegt. Okay, das ist gleich ein anderer Mitarbeiter. Okay, ich hüpfe einfach runter. Hier kann mir ja nichts passieren, das ist ja alles nur Pokémon. Oh, wir bekommen eine neue Medaille. Was haben wir denn nun schon wieder gemacht? Da bist du ja endlich, LP. Du lässt nichts anbrennen, was? Ja, schön für mich. Spaziergang, okay. Anscheinend haben wir wieder irgendeine Schrittmarke geknackt. Oh ja, das ist alles super. Irgendwie erinnert mich dieser Ort von der Musik her und vom Aufbau her an einen Ort aus Pokémon XD oder Kolosseum. Schalte zunächst, ja... Okay, auf den ersten Blick denkt man gar nicht, dass es eine Hafenstadt ist. Ist da unten jemand? Ja, aber mit dem haben wir ja schon unseren Tausch gemacht. Unseren Exchange. So, du bist der Nächste auf meiner Liste. Solange ich mit meinen geliebten Pokémon zusammen sein kann, bin ich glücklich. Wie? Einen Kampf? Meinetwegen. Das kann nie schaden. Und bei Magby braucht man ja auch noch schlussendlich ein Item, wenn man es zu Magbrand entwickeln möchte. Weil dazwischen kommt ja noch Magma. Und nee, das will ich nicht. Auch im nächsten Arena-Kampf haben wir es wieder mal nicht leicht.
Und auch im übernächsten. Weil wir halt. Ja, wir sollten uns wirklich ein Feuer-Pokémon besorgen. Ja, ich denke mal, ich würde mir Magpie holen, aber ich glaube, das gibt es nur in Pokémon Schwarz 2. Kann durchaus sein. Grasmixer. Und jetzt kommt Elekid. Hatten wir ja vorher schon. Da können wir auch gleich mal Grasmixer ausprobieren. Wenn es da dann nicht so eine schnelle Attacke ist. Aber gegen Elektro-Pokémon, gegen die sind wir gut. So, damit haben wir wieder gleichgezogen mit unserem guten Sky2LP. Ich habe es total vergessen, dass ich immer feste anpacken und arbeiten muss, damit meine Pokémon auch ordentlich gefordert und gefördert werden. Oh Mann. Okay. Das klingt sehr simpel. Lala. Tralala. 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 Na du hast ja einen Pokédex. Ich habe gehört, dass der neueste Pokédex eine tolle Funktion haben soll. Ja, Habitats, das haben wir schon erhalten. Natürlich kämpfe ich gegen dich. Mein Flegnoll wird dich das fürchten lernen. So, jetzt kann. Jetzt hat Slabifoy wieder gute Chancen, Riolu zu überholen. Also ich nenne es mal nicht am Spitznamen, auch wenn ich den eigentlich einen Spitznamen hätte geben sollen, mit dem ich es auch identifizieren kann. Was soll's? So, reicht das? Reicht das? Reicht das? Reicht das? Nicht ganz. Du meine Güte, du hast mich das Fürchten gelehrt. Warum lese ich das eigentlich vor? Obwohl es gar kein dieser Trainer ist, die wir suchen. Ach, da hinten ist ja der letzte. Wie kommen wir da rüber? Pff. Dich lese ich nicht vor. Lalalalalala. Tot. Dann zeig mal, was Tot drauf hat. Was Tot drauf hat. Auch wenn, warum ich, auch immer ich das jetzt wieder in der dritten Person sage. Du stehst ja vor mir, du Guter. Du Tot. Wie mag so ein Grasmusi eigentlich schmecken? Oh mein Gott, das habe ich wieder was Beschissenes gesagt. Aber ich meine, der Mix der Gras. Da müsste ja ein Proteingetränk rauskommen, oder? Und wir erleben die erste Entwicklung. Oh, muss ich sogar mit A bestätigen. So, ich finde es irgendwie immer komisch, die werden ja auch irgendwie durchgemixt. Das ist ein wortwörtlicher Grasmixer. Jetzt haben wir Ephoserp. Eigentlich sieht jede Entwicklung von dem gut aus. Und jetzt tauschen wir das Ganze. Jetzt kommt der gute Sky zu LP mal dran und zeigt, wie er gegen diesen letzten Bauarbeiter gewinnt. Jeder Tag ist wieder andere. Ohne Veränderung herrscht einfach nur Langeweile. Ich würde zu einem schnellen Kampf definitiv nicht Nein sagen. So, dann mach dich mal auf einen gefasst. Oh. Warum denn?
Dadurch wirken auch Kampfattacken relativ stark. Nur, dass wir halt stärker sind. Zack. Und das war's. Goodbye. Sag ich auch gleich zu euch, aber zuvor schicken wir auch den wieder zurück zur Arbeit. Mir macht es nichts aus, dass hier in den Werken jeden Tag die gleiche Arbeit ansteht. Das bedeutet schließlich auch, dass alles wie geschmiert und ohne Problem läuft. Ja, das ist natürlich positiv. Andererseits lernt man nichts Neues dazu. So. Oh, das ist tatsächlich schon erledigt. Hier ein kleines Dankeschön. Tim94 der Trümmerer, ich weiß gar nicht, ob es diese Felsen noch gibt. Sehr schön. Jetzt sprühen alle in den Werken nur so vor Tatkraft, okay? Also Leute, im nächsten Part gibt es vielleicht schon den Arena-Kampf. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao.